Schaffen muss sich lohnen, dafür Steuerentlastung erlauben. Gerade an diesen Zeiten von Preissteuerrecht, wo viele Leute nicht mehr wissen, dann um Mann vom Mond zusammenzukriegen. Das zählt für Kleinakommes, das zählt auch für die Mibret Mittelschicht. Der Mittelstandsbockel geht nicht mehr flach von eitlen Wahlversprechen, denn die Mittelschicht, die Damen und die Herren, als auch nicht Milchkau von der Staatskäse oder Grafgesot von der Nation. Schaffen muss sich lohnen. Am Wort lohnen als der Begriff Lohn. Ein zentraler Begriff für uns als CSV, als Volkspartei, und auch ein wichtiges Element von dem Modell Lützebusch. Weil um Lohn, da muss ich können leben, muss ich anständig können leben, für sich und auch mit seiner Familie. Und als CSV stehen wir zum Prinzip von dem gerechten Lohn. Und damit auch von einer gerechten Besteuerung. Dort machen sich besonders an diesen Zeiten viel Gedanken um Zukunft. Aber vor allem sind viel vergessen über die letzten zwei Jahre die Jungleute in der Eis. Froh von der Gerechtigkeit an der Gesellschaft und vor allem auf dem sozialen Plan als dafür für Eis essentiell. Und die Leute tun auch da draußen, auch wenn sie das nicht immer so, ein fein und sensibel Gespür. Die dürfen mit der sozialen Gerechtigkeit, mit der Steuergerechtigkeit an Eisenern nicht leichtfankig umgehen. An Politik ist auch gefordert, weil für uns hängt auch da vor allem der sozialen Zusammenhang damit zusammen. Sozialgerechtigkeit heißt, denen, die nicht als Chancen haben, zu helfen, und dafür braucht der Staat suchen. Sozialgerechtigkeit heißt für uns aber auch eine faire Umverteilung von dem Reichtum. Aber wo Reichtum etwas ganz Relatives ist. An Absenz stellt sich natürlich dort froh von einem gerechten Steuersystem. Als deutsche Schnuppern, die sagen, mit Steuern steuern. An dem nur Wien um Steuerrat sitzt, kann die Steuerlandschaft einmal ganz ernst ausgesehen. Aber kein hat hier den Monopol von der Steuergerechtigkeit. Die Steuerlandschaft ist weder schwarz und sie ist auch nicht weiß. Es ist auch ein von den wenigen Politikverhältnissen, wo die Unterschiede an der Lützebäuer Politik, der Parteienwelt, wohl am ausgeprägten nach sind. Und das ist auch gut so. Weil das ein demokratischer Austausch von Ideen, den wir auch heute an dieser Orientierungsdebatte haben. CSV als Volkspartei von der Mitte ist da orientiert von folgenden Prinzipien. Ein starker Staat, der genug Einnahmen hat, für dass der Rechtsstaat an der Sozialt zu Lützebüig können funktionieren. Eine faire Chance für jeden. Eine gerechte Umverteilung. Und da muss der Breitschülerin mehr drohen, erschaffen, die Damen und die Herren, muss sich auch 2022 lohnen. Meine Ideologie und mehr pragmatische Lösungen. Den Geist von der Zeit erkennen und nicht all Zeitgeist nutzen. Leben und leben lassen. Das zählt für die Leute, das zählt für uns aber auch für die Betriebe und den Entrepreneursgeist. Gerade die brauchen wir auch zu Lützebüig. Und auch von unserer Wirtschaft lebt ein Erfolgsmodell Lützebüig. Als Land braucht es Betriebe, als Land und Betriebe schaffen Arbeitsplätze, sie brauchen Talente, und sie sorgen auch für Diversität und Innovation. Wir sehen als CSV, ich will das ganz klar so, und davon auf, Proposen von anderen zu zerreden, wir wollen vor allem uns vier Schläge unterbreden. Das mache ich am Namen von unserer Fraktion für die sogenannten Privatleiter, Privatstädte. Und Laurent Moser wird voraussichtlich der Mitte an unserem Namen auf dem Maßnahmenpaket kommen für die Wirtschaft und Betriebe. Eine erste Maßnahme, an die betrifft den Steuertarif. Herr Präsident, die Damen und die Herren, graf gesagt, vier Punkte. Wir wollen als CSV eine Inflationsbereinigung von der Steuertabelle und dabei den Angangsmontant von
11.265 Euro elo, dat ist dem Monat, wo ich überhaupt aufhängt, Steuern zu bezahlen, ob 15.000 Euro an die Luft setzen. Zweitens, wir wollen, dass Steuertranchen an Etappen verbreitert gehen, bisher nur ob 2.500 Euro. Und wir wollen eine zusätzliche Steuertranche von 45% für Spitzenverdiener abfeiern, zum Beispiel ab einem Revenu von 500.000 Euro. Und wir wollen einen eventuell degressiven Steuerkredit für einen Mindestlohnempfänger abfeiern, für das der Mindestlohn zu Lützeburg steuerlich befreit ist. Zum ersten Punkt, die Inflationsbereinigung von der Steuertabelle. Die ist seit 2017 nicht mehr angepasst. Das sind ganze 5 Indextranchen, das sind 12,5%. Aber wir keine Indexbereinigung von der Steuertabelle möchte, damit an die Herren, die sind ipso facto mehr Steuer. Das ist carrément eine Steuererhöhung. Ja. Für die CSV ist das ein falsches Signal. Es ist ein falsches Signal gerade an dieser Zeit, weil die Leute leiden da draußen in der Preissteuerung. Sie haben mehr Kaufkraft. Sie gehen durch eine Kahlprogression, das ist nämlich der Fachausdruck von der Inflationsbereinigung von der Steuertabelle nicht mischt, gehen sie mehr steuerlich belastet. Das ist an Eisenern ökonomisch falsch und das ist von allem falsch, weil gerade Klein- und Mittelverdinger am meisten darunter leiden. Kalte Progression, so heißt das Schnuppern, Steuermehrbelastung, die mit zeitlichem Verlauf entsteht, wenn die Eckwerte einer progressiven Steuertarifs nicht in die Preissteigerungsrate angepasst werden. An guten Zeiten, als an Eisenern, die damit an die Herren verpasst gehen, ein Äppel für den Dusch abseits zu nehmen. Zanta 2017 bezahlt alle Lützebäuer an Leute, die hier wohnen, erschaffen, bezahlen die 12,5% de facto mehr Steuern. Der Wies mit Männer mehr als richtig an Eisenern, nach müssen sie dann auch an die Wirklichkeit umsetzen. Es kann ihnen auch an Eisenern eine Indexbereinigung an 2 Etappen machen. Eine Indexbereinigung, die Damen und die Herren, das heißt, die Leute zu und zurückgehen, diese vierte Runde durch die sogenannten Kahlprogression von den Steuererhöhungen bezahlt haben. Die finanzielle Envergure von einer Indexbereinigung, André Ballo hat es gesagt, ist geschert bei rund 600 Millionen Euro. Aber es geht den Leuten etwas zurück, werden sie vierdrun geliefert. Und ich kann ja aber nicht sagen, dass wenn ich einem etwas geholt habe, und ich gehe nicht nur zurück, dass das etwas kostet. Zum Vergleich, zwischen 22 und 21, das ist von diesem Jahr geschert, ob das letzte Jahr. Und die Lohnempfänger, sind die Leute, die gegen die Lohn und Gehalt zu Lützburg schaffen, haben die 695 Millionen Euro mehr Steuern bezahlt. 695 Millionen Euro mehr Einnahmen von einem Jahr, ob das ändert, allein und der Lohnsteuer. Wenn ich das zu heisch finde, die Damen und die Herren, dann muss ich natürlich auch den Leuten erklären, wie in den Leuten kommt, so wie das am Regierungsprogramm vorgesehen ist. So wie einige Parteien das an ihrem Wahlprogramm stehen hätten, Steuerklasse 2 für Jitwer 1 versprechen, wo der Kostenpunkt all Jahres 1,85 Milliarden Euro ist. Also glatt der dreifach wie ein Index berechnet. Zweiter Punkt, den Ergangsmontant von der Steuertabelle, das heißt, der Montant, ab dem ihn überhaupt Steuern bezahlt. Der wäre 2002 in einer schwarz-blauen Koalition ab 9.750 Euro festgelöst ging. 2007, 2008, die Damen und die Herren, kommen zu einer Indexberechnung von der Steuertabelle an 2 Etappen ab insgesamt 15%. Wie viele Indextranche wären dann zwischen 2007 und 2008 oder 9 auf Fall? Mir genau 6. Das heißt die demolische CSV-LSRP-Koalition. An schwierigsten Zeiten, weil wir hatten die Bankenkrise 2007, die hat den richtigen Schritt gemacht.
Und Herr Juncker hat auf dieser Platz gesagt, am Namen der ganzen Regierung, hat gesagt, wenn es dem Land nicht gut geht, und den Impact, den finanziellen Impact auf das Budget, der war enorm viel wert, weil 75% von der gesamten Betriebssteuer von unserem Bankensektor kommen muss. Weil die auch die Leute, die an der Bankenwelt schaffen, weil die seinerzeit zumindest noch relativ konsiderabel Gehaltsverzichter zurückgreifen, hat Herr Juncker gesagt, dann nun von der demolischen Regierung, die Leute brauchen gerade mehr Kaufkraft für das Land durch die Krise ökonomisch zu feiern. Und das ist dasselbe Resonement, werden wir auch feiern. Den Ergangsmonton, die Damen und die Herren, den aus dem 1. Januar 2009 schon für Druck gesucht, ob 11.265 Euro festgelöst ging. Den aus geschlossen 11 Jahre. Vielmehr 13 Jahre. 13 Jahre aus den unverändert. Seit 2009 bis 2022 leitet den Ergangsmonto, ab den ihr Steuern bezahlt, leitet den auf demselben Niveau. An derselben Zeit, die Damen und Herren, kaufen es 11 Indextranchen. 11 Indextranchen, es kauft keine Adaptation vom Steuerergangsmonto. Aber wisst ihr, wie heißt der Steuerergangsmonto, wenn ihr ihn just im Index berechnet hat? Mit der gibt den Haut bei 14.365 Euro Leihe. Und aus dem Grund, die Damen und Herren, also aufgrund von den Explikationen, die der Chambre-Login haben, proposiert CSV, den Ergangsmonto auf 15.000 Euro festzulegen, für wert, weil damit auch die zwei nächsten Indextranchen automatisch mit kompensiert werden. Es ist auch ein soziales Argument, das du spielst. Weil gerade durch ein Nicht-Rupsitzen von dem Steuerergangsmonto, wie du am meisten belangt, das ist nicht die Spitzenverdiener. Aber das ist vor allem die kleinen und Mittelverdiener, weil den einen großen Teil von seinem Abkommen, weil den schon an niedrigen, mehr an konsequenten Steuertranchen besteuert kriegt, als es den Ergangsmonto mehr heißt. Ja, da behält den einen großen Teil steuerfrei. Wir sollen auch die Steuertranche schrittweise verbreiten. Die sind im Moment bei 1.950 Euro. Die geben wir indexberechnet, hätten wir die schon auf 2.200, dafür sollen wir etappenweise bis 2.500 Euro fuhren. Für Wert, mir ein ganz einfaches Beispiel. Weil trotz Inflationsberechnung, als eine Person, die 50.000 Euro am Jahr verdient, das ist Männer wie den Durchschnittslohn zu Lützburg, die Leute bei OECD geschätzt rund 65.000 Euro. Mit dem bezahlt auf einem großen Teil von ihrem Abkommen, bezahlt die mehr wie 40% Steuern. Also 50.000 Euro, ich kann das auch deklinieren, ohne 13. Monat, als das ein Bruttopai von 4.000 Euro. Ein Bruttopai von 4.000 Euro. Das ist an der Steuerklasse 1a ein Nettolohn von 3.100 Euro oder bei einer Witfrau oder einem Witmann 3.100 Euro Pension. Wenn man 3.100 Euro netto im Monat, wo Wohnkosten aufgehen, wo Transportkosten aufgehen, wo Lebensmittelkosten aufgehen, wo gegebenenfalls nach Kanada, müssen auch mit durchgeholt gehen an der Familie. Du bewegst da am Ende vom Mond, und ich meine, den Ende vom Mond könnt du schon ganz oft viel mehr frei, nicht mehr ganz viel zu Lützburg. Und dann darf nicht viel geschehen, dann darf keine Spulmaschine daheim Futti zu fahren, für nur etwas Einfaches zu holen. Der Brille von der Kanner darf nicht Futti zu fahren, und darf nicht ins Hand zu kommen. Weder von den Wittleuten über 65 Jahre noch bei den Kanner. Und wir sollen auch ganz klar, du schaffen muss sich lohnen. Ein dritter Punkt, schon in Twitter und Uke durch, gesagt, das ist eine zusätzliche Steuertranche von 45% für Spitzenverdiener. Eine zusätzliche Steuertranche für Spitzenverdiener. Für wert, weil wir sagen, wenn eine Person, wenn die 500.000 Euro versteuerlich abkommt, pro Jahr zu Lützburg schützt, dann muss die auch an dieser Zeit bereit sein für den Staat, etwas weiter, an der Allgemeinheit etwas weiter aufzugehen. Wie wird nochmal das Indexberechnung an Anpassung von der Lohnsteuertabelle? Ich sage nicht einfach am Resümee,
drei konkret Chiffren. Die Lohnsteuer 2000, also für 22 Jahre, die war 47% von der Gesamteinnahme vom Staat. Haut, wie viel meint das, das ist 57% von der Gesamteinnahme von dem Staat. Das ist die Leute, die gegen den Lohn und Gehalt schaffen gehen, die haben 2000 47% für die Steueraufkommen matt gedrohen an 2022 57%. Steueraufkommen, weil das muss ich auch konsiderieren. Am Jahr 2000 wird Steueraufkommen, die Betriebe bezahlt haben, an die, die Privatleute bezahlt haben, wird das am Equilibre. 1,4 Milliarden für die Betriebe und 1,4 Milliarden für die Privatleute. Haut, du hast den regelrechten Desequilibre. 2,8 Milliarden Euro für die Betriebe, und wie viel Menge für die Privatleute? 5,6 Milliarden. Das heißt, das wäre 2000 nach am Equilibre. Wäre. Und da war ja auch eine Idee drin, dass ich gesagt habe, wir gucken, dass Betriebe und Privatleute gleichmäßig zu den Steueraufkommen beidrohen, als da eine Diskrepanz, die als Karriman das doppelt hat. Ein dritter Punkt ist den, und wir beschäftigen uns da lang mit der Lohnmasse. Die Lohnmasse ist von 2000 auf 2022 hat die sich verdreifacht. Und da kommen die Steuern, die Damen und die Herren, die sich an demselben Zeitraum verfeuerfacht. Und der jährliche Bruttoslohn von einem Durchschnittsarbeiter, so nennt das ist mein Durchschnittssalarier, der lag 2000 bei 35.000 Euro brutto. Der lag 2021 bei 65.000 Euro brutto. Den ist also um 182% an die Lut gegangen. Wissen Sie, was der Revenu disponible ist? Das heißt, wo die Steuern an Sécurité Sociale auch was, wobei Sécurité Sociale den Tod 2000 dieselbe wäre wie Loh ist. Der Revenu disponibel, den ist von 25.000 Euro 2000 auf 44.000 Euro an die Lutgang, nämlich um 173%. Das will ich mal da sagen, mit Leuten, die brutto mehr an der Pai kriegt, an sie behalten netto Männer. Und dafür, die feierte Propos, als den, dass CSV dafür plädiert, für den Mindestlohn, nicht qualifizierte Mindestlohn, will ich präzisieren, steuerfrei zu machen. Ich will das aber präzisieren. Das heißt nicht, dass wir wollen, dass den Ergangsmonto, ab dem ihr Steuern bezahlt, an der Steuertabelle, dass die gegen ob den Monto vom Mindestlohn an die Lut gesetzt gehen. Das wären rund 23.000 Euro. Das ist nicht zu finanzieren. André Paulo hat es für Druck gesagt, dass wir einen jährlichen Kostenpunkt von 1,85 Milliarden Euro. Mit dem, was uns Propos ist, dass die Leute, die den Mindestlohn schaffen, und nach Steuern bezahlen, das sind hauptsächlich die, die an der Steuerklasse 1 sind, wenn der Steuerklasse 2 und teilweise an der Steuerklasse 1R, manchmal fällt an der Regel kein Steuer mehr an. Da ist uns Propos, für das ihr das sollt, den Kredit d'impôt und Mindestlohn, das in die gegebenenfalls von 70 auf 75 Euro pro Monat an die Lut setzen, weil unsere Berechnung ist. So nämlich nicht, dass das die Weisheit letzter Schluss ist. Als man die Möglichkeit, die man hat, Sonderausgaben, verschiedene Abattements, fällt da nicht mehr so viel Steuer an, mit dass in variablen Steuerkredit, den die Leute gehen, das in den Mindestlohn schafft, dass den um einen pro Monat dann einfach sehen, eventuell Steuer ob null gesagt kritische Variablen Kredit. Zweite Maßnahme ist die von der Steuerklasse 1a. Wenn man den Ergangsmonto an der Steuerklasse 1a, an der Steuerklasse 1, wenn man den ob 15.000 Euro an die Lut setzen, wird geschieht, mit dann als automatisch den Ergangsmonto an der Steuerklasse 1a ob 30.000 Euro an die Lut gesetzt. Wir wollen, dass an der 1a auch den Übergangszeit, wo ich von der Steuerklasse 2 an Steuerklasse 1a könnt, von 3 auf 5 Jahre abgesetzt wird. Und wir wollen eine mannerschnell Progression von dem Tarif an der Steuerklasse 1a. Unsere Meinung, das ist ein Propos, den wir schon ein Zeitchen gemerkt haben, als Datei schnell und einfach durchsetzbar. Und die stellt natürlich auch froh, weil jetzt sollte da von der Steuerklasse 1a an Steuerklasse 2 alles setzen, da
sieht natürlich die Steuerverwaltung André Ballor als darauf angegangen, das hat einen finanziellen Impact von 350 Millionen Euro. Das ist nicht die Welt. Bloß an die Steuerverwaltung schreibt aber dann so einen Anodin-Satz drin, den aber nicht anodin ist. Nämlich so und so, l'abolition de la classe R1A et de l'imposition des contribuables actuellement en classe 1A en classe 2, das ist, wenn die alle Guten, die im Moment an der Steuerklasse 1A wären, an Steuerklasse 2 gingen kommen, ne prend pas en compte éventuel changement de comportement. Was ist das? Wir sind der Meinung als CSV, dass wenn ihn so einen Schritt ging machen, ihn natürlich muss aufpassen, dass ihn nicht darum an eine Situation kommt, von 1994, nämlich wie die Steuerklasse 1A angefordert ging, als für Wert, man wird sie evitieren, dass ihn die Leute praktisch, die das da wollten, weil sie gemerkt haben, sie geben steuere Spuren, sich so organisiert tun, dass sie eine Partnerschaft oder ein Mariage abgelöst haben, aus steuerlichen Beweggründen. So ganz ehrlich, unabhängig von allen Weltanschauen, das tut nicht mal länger Weltanschauen, wir sind rein pragmatisch approach. Das geht mir nicht gut fanden, weil ja durch den Fakt, dass die Leute an einer Partnerschaft sind, durch den Fakt, dass die Leute bestürzt sind, und von allem Leute, die einen gewissen Alter haben, wo die nicht eine eigene berufliche Karriere, von allem eine eigene Pensions- oder Rentenkarriere haben, dass sie die nicht hier noch an Situationen drängt, wo sie sozial und auch krankenkassenmäßig nicht mehr aufgesichert werden. Deshalb wird man wollen verhindern. Ein dritter Punkt, die Damen und Herren, ist den von der sogenannten Fiskalität immobiliär. Ich kann mich schnell darüber wegkommen. Wir sind der Meinung, dass in Plafonds von den Schuldzinsen um Eigenheim, dass sie diese verdoppeln. Das heißt, dass sie nicht 2.000 Euro pro Element, pro Person an einem Stutt kann aufsetzen und Zinsen, Schuldzinsen für sein Eigenheim am Stutt, mit dass sie das auf 4.000 Euro an Blut setzen. Wir sind der Meinung, dass in den Steuerkredit vom Böllischen Akt, dass in dem von 20.000 auf 50.000 Euro sollt an die Lut setzen, dass in einem TWR-Freibetrag, ob der TWR von 50.000 auf 100.000 Euro sollt an die Lut setzen, das sind also die mir favorable Maßnahmen, sondern aber auch zwei, die Männer favorable sind. Und das ist erstens, das haben wir schon dafür plädiert, dass in den Tor reduit, dass in den Tor reduit, ob die Plüvaluen, dass ihn dadurch tauschend vom Tor reduit kriegt, wenn ihn eine Immobilie, die er verkauft, Minimum 5 Jahre hält. Ich expliziere mich, wenn dir ein Appartement oder eine Wohnung kauft, das nicht tauschend vom Tor, wenn der ein Appartement kauft, wird er verloren, und ihr verkauft das im Moment nur 2 Jahre und 2 Monate, und die Errichtung der Plus-Value, da bezahlt er nicht 40% Steuern auf der Plus-Value mit 20% Steuern. Wir sind der Meinung, dass ihn die Laufdauer von 2 auf 5 Jahre herabsetzen soll, weil es kann ja nicht sein, dass die Leute, die sich dort leisten können, für permanent hier einen Immobilienpark, für den permanent zu erneuern, Plus-Value zu kassieren beim niedrigen Tor, dass die Leute steuerlich besser wegkommen, wie ihn, der gegen Lohn und Gehalt schafft. Das fand ich mir sozial nicht gerecht. Und dafür will man den Delay von 2 auf 5 Jahren herabsetzen. Eine weitere Maßnahme, die Männer favorabel ist, ich weiß, wir hatten unterschiedliche Diskussionen, auch an der Volkspartei CSV darüber, sondern aber nur von unserer Fraktion halt ganz klar, wir sind auch der Meinung, dass wenn ihn eine Immobilie verlohnt, da wisst ihr, dass ihr keine Schuldzinsen ganz aufsetzen könnt und dass ihr auch ein sogenanntes Amortissement accéléré drüber habt. Wird zu großen steuerlichen Avantagen kann feiern. Ihr könnt aber zum Beispiel ein Appartement, das 1 Million wert hat, und ihr habt bei der Bank garantieren, dann hat die Bank durch die Bank praktisch den ganzen Invest gelehnt, wo der natürlich Zinsen muss drauf bezahlen, die können da ganz von der Steuer aufsetzen und die können nach einem Amortissement zusätzlich aufsetzen, den bei einem neuen Immobilie sehr bis 50.000 Euro oder mehr kommen. Aber wir sind der Meinung, dass sie ein Plafond sollte abfeiern für die Schuldzinsen, die kann aufsetzen und soll den auch ein Plafond abfeiern für die sogenannten Déchets fiscales
durch den Amortissement accéléré. Also, da, wir werden den steuerkreditbilligen Akt an die Lut setzen, mit der die Antwort die, den als Zentrum ewig nicht mehr angepasst gehen, den reellen Immobilienwerten, und leitet sie ganz schnell darüber, und da greift den normalen Enregistrementstor, dafür wollen wir den an die Lut setzen, weil wir der Meinung sind, dass wenn die Immobilien ohne weiteres Chance überdrehen Preise haben, dass nicht der Staat dann noch durch die proportionelle Steuer, wenn ein Enregistrement ist, auch noch zusätzlich drauf soll verdienen. Und dasselbe zählt natürlich um Niveau von der TVA. Dafür wollen wir auch den Freibetrag von 50 auf 100.000 Euro an die Lut setzen. Weil, contrairement zu dem, was der frühere Finanzminister, der Gramenia immer hier behauptet hat, dass das nicht die erste Ausschaffung von einem Eigenheim ging betreffen, ist das falsch. Weil dadurch, dass TVA von 15% auf 17% an die Lut gegangen ist, hat er früher einen Freibetrag auf einer eigenen Immobilie von 416.000 Euro, wo er 3% verrechnet kriegt. Durch den Fakt, dass TVA von 15% auf 17% an die Lut gesetzt hat, hat er im Zentrum 2015 nicht mehr 416.000 Euro frei, sondern nach genau 357.000 Euro. Und die Damen und Herren, ich brauche nicht zu sagen, dass man 357.000 Euro zu Lützeburg weder ein Appartement noch ein Wohnung für den Preis ich könnt bauen. Ein vierte Maßnahme, dass wir hätten gerne auch eine Inflationsbereinigung von den Plafonen für Sonderausgaben, der Tisch, das wir da könnt um Niveau von einem Konsumkredit oder um Niveau von den Assurancen aufsetzen, dass den 25% an die Lut gesetzt. Ich expliziere mich auch, wenn da eine neue Haftpflichtversicherung geguckt hat, die durch den Sturm steht, natürlich an die Lut gesetzt hat, und die rechnen dann auch die Haftpflicht vom Auto dabei, da sieht da an einem Stoß mit zwei Kanner, sieht er schon sehr über denen Plaffungen, von Lenkungseffekt aus dem Mängel nicht mehr viel dran. Wir wollen dann natürlich auch, dass die Kilometerpauschale, dass die von 90 auf 125 Euro an die Lüte gesetzt wird. Für Wert von 99 Euro auf 125 Euro an die Lüte gesetzt wird. Für Wert, mit den Aszenten 1990, als die nicht mehr angepasst gehen, die misst heute bei 175 Euro pro Kilometer pro Jahr sind. Und wir haben eine ganze Reihe von Leuten am Land, ich meine, die Diskussion haben wir das öfter gefordert, die haben nicht die Möglichkeit, alles mit dem öffentlichen Transport zu machen, die sind auf ihren Auto angewiesen, dass sie besonders Leute aus dem ländlichen Raum, und das ist nicht nur am Süden, sondern das quäsch durch das Land, aber besonders am ländlichen Raum, wo keine großen Ballungsgebiete sind. Und ich meine, die Mehrbelastung, die die Leute tun, durch den Sprit an einer Kasten, der muss ihnen auch steuerlich Rechnung tragen. Ich habe 27 Minuten geschwärt, denn Herr Moser musste auch nach Hund für den Mittag. Dafür will ich auch ein Klar, dass ihr gefragt eine Orientierungsdebatte, das ist ein Konkurs von Ideen, Jitfried findet die gut oder nicht gut, will ich aber auch noch zu zwei sensiblen Sujeten als Meinung suchen. Das ist, CSV sieht Nein zur Nächstaufführung von der Vermögenssteuer auf Privatleute. An CSV sieht auch Nein zu der Erbschaftssteuer an direkter Linie. Wir sagen aber ja zu einer Spekulationssteuer auf Eitelhäuser an nicht bebauten Terrain. Und wir sagen auch ja zu einer Neuausrichtung von der Grundsteuer. Auf die Eis sind dort Kriterien bei der Grundsteuer die Fläche vom Terrain an die potenzielle Bebaubarkeit. Da stellt euch froh, für was soll man Nein zur Vermögenssteuer für Privatleute? Ihr wisst, die aus 2005 übrigens an einer Koalition mit der LSRP, als die aufgeschärft gehen für die Privatleute. Der Pär Fayo hat damals am Numm von der LSRP-Fraktion gehalten. Und die Argumente, die er gegeben hat, das waren rechtlicher und waren auch praktischer Natur. Und wir teilen die auch nach Haut. Wenn das geschieht, wenn ihr seht, wir sagen ja, werde mir nicht so als CSV zur Vermögenssteuer für Privatleute. Da sieht man de facto, wir schärfen Bankgeheimnis für die Lützebäuer an die Leute, die heute zu Lützeburg finden, auf. Das ist die logische Konsequenz. Zweites Argument ist das, wir wollen keine gelesene Bürger als CSV. Zweites Argument,
Zweit Argument ist das, dass da, wo man die Vermögenssteuer hier holen, nämlich von der deutschen Besatzung 1941, an Deutschland Vermögenssteuer 1995 verfassungswidrig erklärt ging, als er noch dadurch an Deutschland nicht mehr spielt. Da gibt es zwei Argumente an die Leine auf der Hand, das auch ganz einfach zu erklären. Weil ich eine Diskrepanz kriege zwischen den mobilen Werten, das heißt so Bijouen, Tableauen und ich weiß nicht, Statue, wer da hat, die einfach zu erfassen sind, an den Immobilienwerten, die dann, wie ich das bei der Grundsteuer erklärt habe, eigentlich ridiculement niedrig bewährt sind. Und das gibt auch nach einem Gehei spielen, wenn die Werte nicht gegen neu bewerten. Und das ist ein Unterfangen, was nicht so einfach ist. Da will ich sagen, dass die Vermögenssteuer für Privatleute, die gibt es noch an der Europäischen Union an genau 5 Länder. Und auch der Montant von der Vermögenssteuer, so wie in 2005 noch vom Staat angezogen wäre, das wäre 40 Millionen Euro. 40 Millionen Euro wären Vermögenssteuer und sämtliche Vermögen, Immobilien, Bijouen, Tableau, Rolex, Sauren und andere am ganzen Lützburg bei 600.000 Einwohnern. Das wäre also die Vermögenssteuer 40 Millionen Euro. Wissen Sie, wie viel das die Autosteuer wäre? Die ja zu Lützburg einfach nicht so hoch ist. Das wäre dem Lucien Lux politisch genickt hast, mit die wäre seinerzeit wär die bei 67 Millionen Euro. Das heißt, die Autosteuer wäre mehr wie 50% mehr hoch wie die Vermögenssteuer, die 2005 für die Deutschland angezogen ist. Und das ist auch ganz klar, als CSV sind wir somit ein Nein zur Erbschaftssteuer an direkter Linie. Das ist ein Sujet, den an der Volkspartei CSV breit diskutiert gauf. Und ich weiß auch, dass bei uns, bei den 10.000 Membern, ganz unterschiedlich Wühen dazu gehen. Und jeder Wühe verdient da ihren Respekt. Die Meinung von der CSV-Fraktion, nur Diskussion, also aber folgend, dass sie mir so ein Nein oder ein weiteres Nein zur Erbschaftssteuer an direkter Linie. Ein paar Argumente. Erstens, wir stehen als Partei zur Familie, und wir stehen zum Subsidiaritätsprinzip. Wir sind also der Meinung, dass wenn ihn sich an einer Familie durch versteuert Abkommen ein gewisser Wohlstand erschafft hat, und es verirft ihn das, weil ihn sich etwas angespürt hat, es verirft ihn das gern und sein Kanner oder und sein Nachkommen am weitesten Sinn vom Wort, dass dann der Staat nicht nach einem zweiten Keier sollte Steuern darüber abheben. Wir wollen auch nicht, dass es zu Lützburg zu enger Zwei-Klassen-Gesellschaft kommt, sondern auch die eng den Durchschnittsbürger, der von Steuern nicht viel Macht kriegt, den dann gut, so nicht dumm, wir waren gesagt, es ging viel gesehen, muss seine Erbschaftssteuer bezahlen, wenn etwas der Kanner vererbt, an den, der ein bisschen mehr erwertiert ist, ein bisschen mehr suchen wird, für Notären oder andere zu beschäftigen, dass den sich Vehikeln zulädt, wo eigentlich der Patrimoine nicht so vererbt wird, mehr über die Vehikel, weil sie genug Liquiditäten haben, für nicht vom Vehikel müssen zu leben. Das gibt für mich sozial nicht gerecht. Ein drittes Argument ist der, wir wollen auch nicht als CSV, dass die Leute eigentlich gedrückt gehen, zu Lebzeiten über Schenkungen zu führen. Weil eine Schenkung, ich gesehen, die Gehärenteil, das ist ein Depouillement irrevokabel. Das heißt, wenn ihr eine Schenkung zu Lebzeiten macht, und das wissen die Leute nicht oft, dann ist sie fort. Dann geht sie aus ihrem Patrimoine an dem, wo die Schenkung mehr. Und ich weiß, dass oft Leute so leicht nur gelöscht kriegen, wenn sie im Alter sind, schenk uns das, weil da brauchen wir hier nur Männer Erbschaftssteuer zu bezahlen. Wir fanden, dass das moralisch nicht gut ist, und dass der Staat auch nicht Leute sollte indirekt an so eine Situation drücken. An ein feiert ein letztes Argument, wer den auch nicht darf, zu vernachlässigen, das ist das von einer möglichen Doppelbesteuerung. Und ich erkläre mich. Wenn ihr eine Erbschaftssteuer an direkter Linie hat, dann kriegt ihr etwas. Aber wenn die Erbschaftssteuer da gezogen wird, dann muss der während 6 Monaten, muss der kein Job durch, weil ein Enregistrement frieden. Übrigens nicht nur an direkter Dinge, sondern auch bei einer. Dann muss der liefern.
Und ihr wisst, dass wenn der Immobilie kriegt, dann ist das kein flüssiges Geld. Die hat die Immobilie, die hat den Wert, aber das ist nicht flüssig. Aber die muss aber zu bezahlen. Und wir wollen nicht, dass die Leute eigentlich gedrückt gehen, diese Stadt nicht können erleben, für die Immobilie dann rum zu verkaufen, weil wenn sie die Immobilie verkaufen, dann müssen sie gegebenenfalls noch ein paar Plüvalue bezahlen im Niveau von den direkten Steuern. Und da gingen sie eigentlich zweimal gestraft. Und die Leute, die ohne dem schon zu viel haben, die Liquiditäten haben, die könnten sie so bezahlen, respektive über die Vehikel, die überhaupt gegen fällig gehen, und sprengen, dass das nicht ganz gerecht wird. Also, als soziale Gerechtigkeit auch an dem Schutz von der Familie, keine Erbschaftssteuer an direkter Linie. Und wir wollen auch da evitieren, dass die, die zu und hin für Gestaltungsmäßigkeiten haben, zu kriegen, einen Avantage hätten wie die anderen. Ein letztes Wort zur Grundsteuer. Grundsteuer, da ist es ganz klar, sind wir dafür, für eine Reevaluation von der Grundsteuer, ob der Fläche von den Terrain, respektive der Bebaubarkeit von einem Terrain. Wir sind aber ganz klar, dass man für Leute, für das Eigenheim, ein Abattement geben für gesehen, und Leute auch, die gegebenenfalls etwas für Kanal lehnen, kann ihn auch darüber nachdenken. Wir sehen aber auch, dass Leute, die Immobilienwerte haben von 10 Millionen oder hunderte Millionen, dass die auch müssen an diesen Zeiten der Gesellschaft etwas durch eine angepasste Grundsteuer müssen können gehen. Schon oft wird gesagt, dass man für eine Spekulationssteuer auf Häuser, eidlen Häuser und nicht bebauten Häuser sind. Ein letztes Wort zu der Fiskalität Ökologik. Wir sagen ja zu einer CO2-Steuer, mit die CO2-Steuer gehört für uns an den Index Wurekurve. Ja. Bei hohen Energiepreisen, wie wir es im Moment tun, verschließen wir uns nicht einem Aussetzen temporär von der CO2-Steuer. Wir müssen aber gerade so klar, dass den äquivalenten Montant, das soll vom Staatsbudget an den sogenannten Zukunftsfonds gefordert gehen. Zweitens sind wir für einen TVA-Steuerkredit, und das war eine richtige Decision von Ihrem Vorgänger, Madame Backes, den als beim letzten Budget aus dem Ruf gesetzt ging an der Dürre. Das heißt, wenn der TVA-Steuerkredit von 3% wenn da eine Immobilie nachhaltig nur rüst, früher waren das 20 Jahre, und du hast das auf 10 Jahre Ruf gesagt, ich hatte kein Problem, wenn ihr seht, wir setzen den Delay auf 5 Jahre Ruf. Ich erkläre mich. Weil ihr wisst, dass lo ab dem 1. Januar 2023 viele Leute eigentlich müssen umrüsten, so oder so. Und da sind wir der Meinung, dass wir Leute umrüsten, dass dann in den Steuerkredit auch schon gehen, wenn nicht heiser sind, die Männer wie 5 Jahre bestehen. Und der dritte Punkt ist den, wir sind dafür, für Photovoltaik anlernen, die ja wesentlich dazu dienen, für alternative Strom zu produzieren, dass ihn da auf ein TVS-To von 3% geht. Für Wert, wir haben das nur geguckt, und wir sind der Meinung, dass nur eisen nur gucken. Das ist nicht ganz einfach zu studieren mit der europäischen Legislation, die rezent europäische Legislation, das lo zulässt. Du musst in dem Gesetz gucken, da muss ich in der nächsten von der TVR, und ich schwätze nicht im Kontroll von der Madame Minister, die muss das da erleben, wir können manches selber lesen, aber die der ganze Beamtenapparat, die steht ja auch zu. Und ich meine, dass das möglich wäre, aber wir hätten kein Problem, wenn ich da generell den TVR-Satz von 3% applizieren. Und da sagen wir auch, soll ich noch sagen, die Sachen, die gut sind. Wir sagen auch ganz klar ja zur Subsidienpolitik, die die aktuelle Regierung unter dem Energieminister betreibt, für die Leute massiv, das massiv, an nachhaltige Energien investieren, sie hat das an Wärmepumpen, sie hat das Solarthermie, Photovoltaik, kriegen Privatleute wirklich substanziell Unterstützung. Wir stehen dazu, auch wenn das Budget etwas kostet. Das ist eine Orientierung von einer modernen ökologischen Politik, aber wenn wir die Transition gerne hätten, ja, da muss auch die Allgemeinheit bereit sein, dass der Staat daran investiert. Als Konklusion, die Damen und Herren. Für CSV heißt Politik, ob sie Steuerpolitik machen, nicht just gucken. Mit dem, wo es nötig ist, vereinfachen, verbessern und verändern.
dat Matheleit net mehr ob den Bockel von den Leuten Teslen, müssen für uns alle entlasten. Am Sinn von einer gerechten Lastenverteilung, am Sinn von sozialer Gerechtigkeit. Mit klarem Blick, dass der soziale Zusammenhalt von Lützeburg auf einer breiter Mittelschicht beruht, und auch, das soll ich auch am Museum sehen, auf einen nachhaltigen Wachstum und Wohlstand und auch Wohlbefinden, an den Wohlstand und Wachstum, da drohen auch als Betrieber dazu bei. Politik muss sich dafür gerade loh, die Damen und die Herren, manner ideologisch Nervenplätzen am mei wirklich Sorgen von den Leuten kümmern. Und das sind an Eisenern preisteuerisch, das ist die Energie, das ist das Logement, das ist das Sozial, aber vor allem auch die Steuergerechtigkeit. Und gerade als jungen Mattbürger, die 2 Jahre ganz stark in der Pandemie, ich ging so bald matt am meisten, gelitten haben, und die da vielleicht nicht immer das richtige Spruch fanden, diese jungen Leute und diese jungen Mattbürger müssen mir ihre Lust auf Mühe machen. Nach 2 Jahren Pandemie und dem Ukraine-Krieg muss man hinten an dem Land auch Perspektive bieten. Das ist ein Dach über den Kopf, das ist ein fairer Lohn, das ist eine gerechte Besteuerung und das ist für uns alle ein sicheres Leben zu Lützeburg. Und das geht just an einer Gesellschaft, an Eisenern von Madene. An einer Gesellschaft, wo jeder ein Stück vom Kuch kriegt, an nicht just Grimmeln oder ungerecht Stücken. Und dafür nach einmal schaffen muss sich lohnen und dafür Steuerentlastung gerade erlauben. Ich sage nicht merci.